letzten Vlog, glaube ich, hier im Bad beendet und beginne ihn wieder hier im Badezimmer. Ich mache mich nämlich gerade ein bisschen fertig, Haare glätten und so. Und danach gehen wir dann gleich frühstücken. Heute ist Feiertag bei uns in Österreich und ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch ist, aber bei uns haben wir jetzt Feiertag und die Kinder sind zu Hause. Deswegen werden wir mit den allen gemeinsam frühstücken. Wir warten natürlich noch, bis die großen Kinder wach werden oder wir werden sie gleich aufwecken. Und dann ja, gemeinsam als Family frühstücken und dann starten wir in den Tag. Was wir heute noch machen wollen, ist auf jeden Fall Kekse backen. Also ich habe am Wochenende so Zutaten für Zimtsterne gekauft und Vanillekipferl. Und das werden wir heute machen. Ja, das ist auf jeden Fall mal quasi das, was fix eingeplant ist. Den Rest sonst einfach so ein bisschen chillig, weil heute ist ja Feiertag. Und ja, einfach mal auch ausruhen und nichts tun ist auch an oberster Stelle. Ist auch wichtig. Ja, ich werde mich auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen, ich werde meine Haare noch fertig machen und mich ein bisschen schminken. Und dann gehen wir frühstücken. Frühchen. Wow, Lisa, wo ist dein Teller, Maus? Ja. Warte, möchtest du auch einen Stritzer? Okay, dann würden wir hier noch einen Stritzer. Ich war jetzt in einem Stritzer weg. Ja, der Papa hat gesagt, nimm nicht so viele Stritzen, weil... Ich will keinen, okay? Ihr habt drei. Ihr seid drei, habt ihr drei bekommen. Ihr wollt 300. Ich nehme auch. Kannst du mir das schneiden? Ich kann das auch schneiden. Lass mich mal kurz atmen. Nein, so, jetzt hast du geatmet. Jetzt. Hast du sogar eingeatmet, ja. Speck eingeatmet. So gehört das. Danke. Philipp auch ein bisschen was schneiden. Lass mich nochmal atmen. Ich geb dir wieder das. Okay, Jenny Lüder kümmert sich um ihren Bruder. Oh, danke. Wir sind jetzt fertig mit Frühstücken und ich trinke jetzt meinen zweiten Kaffee, heute ein bisschen früher. Normalerweise trinke ich ja meinen zweiten Kaffee immer nach dem Mittagessen, aber heute hatte ich irgendwie Lust drauf, dass ich den jetzt schon trinke. Die Kinder sind auch ganz, ganz brav schon, haben sie sich jetzt selbst beschäftigt. Zumindest Lara und Luisa spielen zusammen in ihrem Zimmer. Das finde ich ja sehr, sehr schön, dass die, seitdem wir das Zimmer neu gestaltet haben, da wirklich so eine Freude an dem Zimmer haben, da wirklich da alleine reingehen, spielen und ich liebe es einfach. Patrick und Michelle sind unten. Die lernen ein bisschen für die Schule, die nutzen halt den freien Tag, um ein bisschen zu lernen. Und ich werde die ruhige Zeit hier im Haus nutzen, um euch meinen EcoVax Deboot T9 Plus zu zeigen. Ich weiß, wie die Leute, die mir schon länger folgen, kennen den vielleicht schon. Ich habe ihn ja euch schon einmal gezeigt. Der Deboot ist jetzt aber noch mal besser geworden und ich zeige euch gleich, was genau besser geworden ist. Und bevor ich jetzt Fragen bekomme, was wir denn mit unserem alten Modell gemacht haben, den haben wir der Tante von meinem Mann geschickt, weil, ja, ich habe euch ja schon erzählt, dass sie so eine, ja, rheumatoide Arthritis hat und sie kann halt nicht gut Sachen halten und da ist für so eine alte Dame ein Staubsaugerroboter mit Wischfunktion das Beste, was man sich vorstellen kann. Und deswegen hat sie unser früheres Modell von uns geschickt bekommen und wir haben jetzt den, ja, den neuesten und der ist wirklich so toll. Ich zeige ihn euch auf jeden Fall. Ich nehme euch mal so mit in die Hand. Also der EcoVax Deboot T9 Plus ist der mit der automatischen Absaugfunktion. Das heißt, er hat hier diese Station, wo er hinfährt und diesen Behälter, diesen Schmutzbehälter, der da drinnen ist, der wird automatisch da reingesaugt. Da drin ist ein Staubsaugerbeutel mit so Papiergriff, also auch der nachhaltig und so weiter, richtig toll. Und hier drinnen landet dann der ganze Schmutz. Also das ist auf jeden Fall toll, weil somit hat man nicht diese ganze Staubwolke, ja, die muss man nicht einatmen, weil das bleibt alles eingeschlossen, ja. Von da geht es einfach da rein. Also ideal, ich liebe es einfach. Die Absaugstation umfasst auch übrigens 2,5 Liter und man kommt so, man sagt so um die 30 Tage damit aus. Es kommt halt darauf an, wie schmutzig es bei einem zu Hause ist, aber so um die 30 Tage kann man damit rechnen, dass man dann den Schmutz nicht anfassen muss und das ist einfach richtig, richtig toll. Und die Absaugstation ist auch kompatibel mit den Modellen der N8 und T8 Serie. Bedeutet, man kann die Absaugstation auch separat kaufen, was ich richtig, richtig toll finde. Ja, und das ist halt der Saugroboter, der auch eine Wischfunktion hat. Ich habe auch eine tolle App, mit der ich den EcoVax bedienen kann. Und so schaut die App aus. Unser Staubsauger heißt Robby von Roboter. Da kann man auch sehen, dass er online ist und wie viel Prozent er hat. Richtig toll. Ich kann hiervon eine Autoreinigung betätigen, ihn auch zurück zur Ladestation schicken, intelligente Reinigung öffnen und so weiter. Ich kann auch mehrere
Modelle eingeben, Roboter freigeben, Roboter umbenennen und so weiter, löschen. Ja, hier kann man mehrere Geräte dann einspeichern. Richtig toll. Dann gibt es hier das Zuhause, das kann man auch benennen. Und hier bei der Autoreinigung kann ich euch schon mal zeigen, wie er denn so funktioniert. Er erkennt übrigens große und kleine Objekte in seiner Umgebung. Er hat nämlich da diese True Detect 3D-Technologie und beschädigt sich einfach nicht und auch nicht andere Geräte. Er erkennt das wirklich sehr, sehr toll und wie ihr seht, ja, findet er seinen Platz, wo er halt durch kann, wo er vorbei kann. Richtig, richtig toll, richtig intelligent, ohne auch irgendwas bemüht zu haben. Einfach richtig faszinierend. Und er kann natürlich auf allen Böden saugen, egal ob es jetzt hier wie bei uns am Laminat ist oder auch auf dem Teppich. Und wie man sehen kann, beim Teppich hat er jetzt so eine andere Turbo-Einstellung eingesetzt, um einfach hier gut saugen zu können. Richtig toll. Ich wünschte mir, ihr könntet riechen, was ich rieche, denn der neue T-Boot T9 Plus hat einen eingebauten Lufterfrischer und ich sag's euch, das riecht so gut. Also der kann nicht nur Tierhaare einsaugen, sondern er kann auch die Gerüche der Tiere damit einfach ja, entfernen und es riecht wirklich so, so angenehm. Ich zeige ihn euch dann nachher, wenn er hier dann fertig ist, wo der Lufterfrischer drinnen ist und man kann sich das auch aussuchen, ob der jetzt an sein soll oder nicht an ist. Also das ist wirklich toll. Man kann dann wirklich immer so viele Einstellungsmöglichkeiten dabei und man ist dann wirklich super frei und ich muss ehrlich sagen, der Geruch ist auch wirklich sehr, sehr angenehm. Ich habe ihn jetzt mal zurück zur Ladestation geschickt, um euch nochmal ein bisschen die App zu zeigen, weil die App ist auch richtig toll, die ist nämlich überarbeitet worden. Es gibt jetzt auch eine 3D-Ansicht und wie ich schon gesagt habe, man kann es auch wirklich super... Jetzt passt mal auf. Und wie toll ist das denn bitte? Ihr braucht es einfach nicht mehr selbst rausholen und ausleeren. Das wird automatisch. Also das ist für mich einfach mein Favorite, weil man kennt doch einfach, wie ekelhaft das ist, weil der ganze Staub dann hochfliegt. Abgesehen davon, man atmet das ein und das ist so nicht gesund. Also Feinstaub ist so, ja, wie man kennt, nicht so besonders gesundheitsfördernd. Was ich euch zeigen wollte, ist... man kann sich ja die Räume auch in 3D jetzt anschauen, richtig toll. Abgesehen davon hat man viele Einstellungsmöglichkeiten, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Man kann einstellen, wie die Saugkraft sein soll. Ihr habt ja gehört, hier am Laminatboden hat er ein bisschen leiser das gemacht und am Teppich ein bisschen intensiver, da hat er sich selbst eingestellt. Aber sonst kann man es auch hier einstellen, manuell, ob er wirklich Standard fahren soll, maximal oder leise. Oder maximal plus, ist auch richtig toll. Und er kann ja nicht nur saugen, sondern er hat auch eine Wischfunktion. Dafür habe ich hier diesen Wasserbehälter. Da muss man den einfach austauschen, also da ein bisschen Wasser reinfüllen und dann einfach austauschen mit dem, wo der Staub normalerweise reinkommt. Und dafür hat man auch diese Mikrofasertücher. Das sind übrigens Einwegtücher, die kann man nach einmal benutzen, dann einfach entsorgen. Man kann das aber natürlich selbst entscheiden, ob man das jetzt mehrmals benutzt, weil jeder weiß, glaube ich, selbst, wie dreckig es bei einem zu Hause ist und ja, kann dann einfach selbst entscheiden, ob er das nochmal verwenden möchte oder wegschmeißen kann. Aber richtig toll, das sind auch wirklich sehr, sehr, sehr hochwertig, diese Mikrofasertücher, also wow. Ich werde euch aber auch gleich die Wischfunktion zeigen. Bevor ich das aber mache, möchte ich euch noch den Lufterfrischer zeigen. Der, wo der eingebaut ist, damit ihr auch zumindest ein
Gefühl dafür habt, wo das ist. Also hier ist der Lufterfrischer, der kommt separat. Und ich sag's euch, das riecht so, so gut. Wild Bluebell heißt das hier. Und da ist auf jeden Fall ein Duftstoff drinnen und der riecht so, so gut. Und das kenne ich von sonst keinem einzigen Staubsaugerroboter, dass da so ein Lufterfrischer dabei ist. Das ist wirklich ganz neu. Also ich habe das bisher noch nie irgendwo gehört und finde das richtig toll. Ja, und das kommt dann hier wieder rein. Der Lufterfrischer wurde installiert. Dankeschön. Ich werde euch auf jeden Fall aber auch gleich die Wischfunktion zeigen. Fürs Wischen habe ich mir das schon vorbereitet. Also hier ist der Wassertank, wo das Wasser drin ist. Und ich habe auch schon das Mikrofasertuch raufgeklettet. Hierfür muss ich einfach nur diesen Behälter mit auch dem Lufterfrischer rausholen, beiseite legen. Das natürlich umdrehen, weil der Mop muss ja unten sein. Und das einfach hier reingeben. Osmo Pro installiert. Yes, ich finde es immer so cool. Bitte begeben Sie sich zu Beginn in einen Bereich ohne Teppichboden. Natürlich. Man kann auch gewisse Bereiche markieren, die nicht gewischt werden sollen. Das heißt, man kann es vorab in der App einstellen und diese Bereiche blockieren, wo zum Beispiel jetzt ein Teppich ist, wo, keine Ahnung, irgendwelche Sachen liegen, die jetzt einfach nicht gesaugt oder gewischt werden sollen. Das kann man vorab sowieso schon mal einstellen. Man kann in der App übrigens auch die Wasserdurchflussrate einstellen, also niedrig, mittel oder hoch. Kommt halt darauf an, wie dreckig es am Boden ist und wie viel Nässe man benötigt. Und das finde ich richtig toll, dass man das auch hier individuell einstellen kann. Also ich finde das wirklich, wirklich toll. Das ist so eine Alltagserleichterung. Man kann den einfach einschalten, dann arbeiten, spazieren gehen, was auch immer man machen möchte. Und wir werden ihn jetzt gleich ins Schlafzimmer schicken, weil wir haben ja ein Familienbett, das sehr, sehr breit ist. Das geht von links nach rechts bei uns und wir kommen da eigentlich nicht bis kaum unter das Bett. Und dafür liebe ich ja unseren Staubsaugerroboter, weil er kann da reinfahren und alles schön aufsaugen und auch wischen darunter. So, und während der D-Bot hier bei uns im Schlafzimmer sauber macht, werden wir jetzt ein bisschen rausgehen mit den Kindern, das Tageslicht noch nutzen, weil ihr wisst Bescheid, es wird ja schnell dunkel. Und noch ein bisschen rausgehen, den Feiertag nutzen, ein bisschen mit frischer Luft. Und er wird hier sein Meisterwerk weiter vollbringen. Genau. Und in der Infobox ist ein Link, da könnt ihr euch den D-Bot anschauen und euch ein bisschen informieren über ihn, ob es auch was für euch wäre, vielleicht auch als Weihnachtsgeschenk oder für euch selbst auch als Weihnachtsgeschenk. Auf jeden Fall in der Infobox abchecken, meine Lieben. Und ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal die Bande schnappen und raus. Wir sind wieder zu Hause, meine Lieben. Draußen ist schon dunkel, wie ihr sehen könnt. Der Kleine ist im Kinderwagen eingeschlafen und der schläft noch. Der ist jetzt unten bei den, also in diesem Vorraum im Untergeschoss bei den Kindern. Also wenn er wach wird, hört ihn entweder die Michelle oder der Patrick, die jetzt wieder über ihren Büchern sitzen und lernen. Michelle hat Schularbeit, Mathe und Patrick auch. Also Patrick hat am Freitag, Michelle hat nächste Woche. Und die lernen brav beide. Und ich werde mich jetzt mal an die Zubereitung des Teigs machen, denn wir wollten heute Kekse backen. Die zwei Mädels spielen immer noch in dem Zimmer, sind jetzt einfach so wieder zurück im Zimmer und spielen. Und ja, ich werde mal den Teig vorbereiten, dass wir danach Vanillekipferl formen können
Und ich wollte auch Zimtsterne machen. Ich liebe Zimtsterne. Ich kaufe die normalerweise immer. Aber ich wollte sie mal selber machen. Wollte probieren, wie der Teig so ist. Ob die so ähnlich schmecken oder vielleicht sogar noch besser als gekauft. Wir werden es sehen. Und dann kann ich erst die Form wieder befüllen. Die sind nicht auseinandergebrochen, aber mal schauen oder aufkühlen lassen. Schaut euch mal bitte an, wie schön die Vanillekipferl geworden sind. Richtig schön aus, oder? Ich habe schon den nächsten Teig vorbereitet und zwar Zimtsterne, denn dafür habe ich auch so eine Matte. Voll cool mit diesen Matten, finde ich. Papa hat das Essen schon fertig gekocht. Heute gibt es Schnitzel mit Püree und Rotkraut. Da hat Papa auch dazu geschnibbelt. Ich schäme mal die Adventsscherzen. Oder versucht das zumindest. Wir werden uns jetzt mal in Ruhe gönnen. Und ich zeige euch mal kurz die Zimtsterne. Die machen so komische Blasen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gehört. Irgendwie war die Zuckerglasur ein bisschen zu wenig. Oder? Zu wenig? Schauen wir mal. Das ist komisch, aber. Es ist wurscht, Hauptsache schmecken, das ist wichtig. Ja. Ja. Wie gesagt, ist nicht schlecht, schmeckt gut, aber es ist klebrig. Kannst du mir mal anschauen? Ein hübsches Outfit, aber. Ja, wie ihr seht, sind meine Zimtsterne leider nichts geworden. Sie haben einen Unfall gehabt. Wahrscheinlich. Ja. Die Hunde warten hier am Betteln. Na gut, meine Lieben, wir werden uns jetzt vom Vlog verabschieden. Wir sehen uns dann morgen in aller Frische wieder. Tschüss! Bis nächstes Mal!